So, guten Morgen und herzlich willkommen beim Splatfest Halloween, Splat und Splatfest. Ja, ein kleines Update. Ich habe ja meine Controller funktionieren ja nicht mehr. Das heißt, das ist der blaue, ausgerechnet der blaue. Und dann habe ich diesen Pro-Controller angeschlossen. Und ja, nicht wundern, die Steuerung funktioniert. Ich kann nach rechts und nach links gucken, aber nicht nach oben, sondern nach unten. Und das nervt mich total. Ja, und wie gesagt, ich habe schon neue Control Sticks gekauft, aber die passen nicht in den Controller da rein. Schön, ne? Sondern anscheinend nur an die Konsole selbst oder an irgendein anderes Modell. Es ist Nintendo Switch und ich verstehe nicht, warum die Dinger, es sind auch die Farben verkehrt rum, ich verstehe nicht, warum die Dinger nicht einfach einheitlich sein können und alles einheitlich funktionieren kann. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. Wenn die hier jetzt auch nicht passen, dann spiele ich eben mit dem, eben ohne oben und unten Kuckerei. Beim Fotomachen funktioniert es komischerweise. Ich zeige das nachher dann gleich im Spielvideo. Aber es funktioniert nicht im Spiel und auch nicht, wenn man hier auf dem Platz rumläuft. Also, ich kann zur Seite gucken, aber ich kann nicht nach oben und unten gucken. Ist es normal oder mache ich irgendetwas falsch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch ein ganz tolles Splatfest und jetzt geht's gleich ins Spiel rein. Viel Spaß! Awesome. So, und da sind wir. Splatoon 3 ins Splatfest ist es. Es ist Splatoween, Halloween, Happy Halloween. Und wir sind schon mittendrin. Marco, Muri und Mantaro berichten. Jetzt habe ich mich schon eine Weile nicht mehr hier blicken lassen, vor allem nicht in Splatoon. Das hat auch einen guten Grund, weil ich habe euch ja schon erzählt, dass mein Controller kaputt ist. Und jetzt habe ich mir einen neuen Controller geholt und der passt aber nur an der Konsole selbst, aber nicht für die, für den Handheld-Controller, also dass ich es am Bildschirm spielen kann. Und aber jetzt genug der Worte. Wir haben Splatfest. Es ist das Thema Zombie, Skelett, Geist, Gespenst. Mit wem wärst du gern befreundet? Und ich habe mich eigentlich relativ schnell für ein Team entschieden. Wir sehen hier übrigens, dass in der Halbzeit jetzt das Skelett vorne liegt. Ich habe mich relativ schnell für ein Team entschieden. Ganz kurz, warum ich erst heute anfange zu spielen. Erstens mal wegen den Controllern. Ich habe ja dann einen anderen Controller jetzt irgendwie, aber das sieht man, hat man alles schon im Vorfeld. Habe ich das schon erklärt. Im Real-Life-Video. Und ich war auch gar nicht da am Freitag. Ich war nämlich in Köln bei Schläferz Live. Angriff des Yeti und Olli und Peter habe ich da persönlich kennengelernt. Gesehen, getroffen für 3 Sekunden. Knips, knips, Selfie, Power, Selfie, Selfie-Action. So rum. Aber wir sind hier bei Splatoon und es geht gleich mitten rein ins Getümmel. Mit dem neuen Controller, das heißt, es ist eigentlich gar kein neuer Controller, es ist so ein Zusatzcontroller, der keine Bewegungssteuerung hat und nur nach rechts und nach links steuern kann und nicht nach oben und unten. Und ich habe mich, wie schon bereits gesagt, relativ schnell für ein Team entschieden, nämlich Gespenst. Nicht nur wegen der Farbe, weil mir die Farbe richtig gut gefällt, sondern auch Gespenst. Also ich will mal ein Gespenst sein. Nicht immer dieses Klischee, dass an Halloween immer nur hässliche Zombies und Skelette, sondern auch Gespenster unterwegs sind. Und die finde ich ziemlich cool. Ich mag die Gespenster. Ich bin kein Zombie-Fan, wenn ich ehrlich bin. Und Skelette, ja, Skelette, die sind cool. Was mir gut gefällt, ist hier übrigens die Dekoration und die Ausstattung. Beim Splatfest, da haben sie sich wirklich mal richtig Mühe gegeben. Es ist nämlich kein Standard-Splatfest Deko und Ausstattung, sondern es ist wirklich auf Halloween ausgelegt mit diesen ganzen Kürbissen und Fledermäusen. Und das ist richtig schön. Also das gefällt mir richtig, richtig gut diesmal. Ich werde auch mein Outfit ein bisschen ändern. Nämlich zu Halloween passt eine Maske, die Gasmaske.
Oh, die Schuhe passen farblich sehr gut zum Shirt, aber ich möchte jetzt wenigstens heute mit meinen altbekannten Sandalen. Mir wären Gummistiefel lieber, aber wie gesagt, Gummistiefel muss man sich bei der Bär GmbH holen, bei der Bär GmbH, beim Salmoniten. Jetzt weiß ich wieder. Und ach, sogar die Treppe hier ist angemalt worden. Guckt euch das mal an. Sehr schön. Die muss man sich erst verdienen. Ich mache noch ein paar Fotos. Wie man sieht, die Steuerung nach oben und unten Steuerung funktioniert im Fotomodus komischerweise richtig gut, aber im Spiel selbst nicht. Das werden wir gleich sehen. Es wird ein sehr außergewöhnliches Spiel diesmal. Ich werde nur, in Anführungszeichen, nur 3 Runden Splatfest spielen für das Video. Und um dann später die Punkte hochzuhasseln, werde ich den Handheld-Modus nehmen, weil da kann ich dann auch, habe ich auch die Bewegungssteuerung. Aber ich werde diese Spiele leider nicht aufzeichnen können, weil ich am Handheld eben nicht aufzeichnen kann. Ist ebenso. Das ist schade. Aber vielleicht hat es auch was Gutes. Man hat nicht wieder ewig viel lange Videos, wo man dann noch kommentieren muss und hin und her und tralala. Live geht ja auch nicht. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erklärt, warum. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich mache jetzt dieses eine Video, wo ich 3 Runden mit dem Ersatzcontroller spiele, der keine Bewegungssteuerung hat und von der Bewegung aus sehr eingeschränkt ist. Also es geht nur nach rechts und links, wie ihr hier gerade seht, nicht nach oben und unten. Was dann im Spiel selbst sehr schwierig sein wird. Und werde dann noch ein Schlussvideo machen, praktisch über das Ergebnis. Das wird dann höchstwahrscheinlich morgen kommen. So, es geht los. Das erste Spiel im Splatfest oder die erste Battle im Splatfest, im Halloween Splatfest, Zombie, Skelett, Gespenst. Die Frage ist ja, mit wem man gerne befreundet wäre und nicht, was man selber gerne wäre. Und ich bin ganz ehrlich, mit einem Zombie wäre ich nicht gern befreundet. Also, wie gesagt, Zombies mag ich nicht. Skelett, ja, also Jack Skeleton oder wie er heißt von Nightmare Before Christmas, der ist ganz witzig, der ist irgendwie sympathisch, aber ich will im Team Gespenst sein. Weil Gespenster, haben auch was. So, und es geht los. Und jetzt wird's spannend, jetzt wird's lustig. So. Ich hätte mich ja auch ein bisschen Halloween-mäßig kostümieren können. Hier meine Kipp-Animation auf den neuesten Stand bringen. So ein bisschen aktualisieren, immer für jeden Anlass. Vielleicht irgendwie ein bisschen anders. Das hole ich aber noch nach. Jetzt ist es der gute alte Kipp, der hier sein zum Besten gibt. Ich glaube, die Maps sind auch Halloween-mäßig dekoriert. Oder war dieser tote Fisch da oben schon immer da gelegen? Dieses Fischskelett oder was das ist. Ihr seht schon, es ist wahnsinnig schwer, wenn man nur nach rechts und links gucken kann und nicht nach oben. Das ist dann die Schwierigkeit, dass ich die Wände nicht richtig hochkomme. Ich kann die Gegner oben nicht richtig erkennen und dann hochsplätten. Von Elio weggesplättet. Ausgerinnt Elio. Elio, die Hauptfigur und auch der Titelgeber im nächsten Pixar-Film 2024, wo es um Aliens geht. Da habe ich ja schon eine Reaction auf den Trailer gemacht. Unbedingt mal reingucken. Elio, ist das jetzt ein Zufall oder hat der die sich nach dieser Figur benannt? Würde ich gerne mal erfahren. Elio, wenn du das siehst, bitte melde dich. Bist du Elio aus dem Film Elio? So, okay. Gegen den Blubberer kommt man, meine ich, meistens kaum an. Ja, den Wandschwabber. Dieses Geblubber, da kommt man meistens kaum an. Gegen kaum an. Ich werde das wahrscheinlich, diese Waffe wahrscheinlich in einem der nächsten Spiele dann mal mir zu Gemüte führen und selbst das mal ausprobieren. Wie gesagt, wenn dann das mit den Controllern endgültig richtig hinhaut. Weil so ist das wirklich unglaublich schwer. Ich kann jetzt nicht hochgucken, sondern ich bin immer nur nach rechts und links orientiert angewiesen. Und das ist wirklich, es ist sauschwer. Vor allem, wenn man die Bewegungssteuerung gewohnt ist, kippt man ja die Steuerung automatisch immer hin und her, obwohl sie gar nicht funktioniert oder gar nicht diese Funktion hat.
auch die Ultiwaffen einzusetzen. Das ist sehr abenteuerlich. Das ist sehr abenteuerlich, aber wir sind gerade am Gewinnen, wie ich sehe. Das ist schon mal schön. wir kämpfen hier übrigens gegen das Team Skelett. Die, meine ich, wieder am meisten vertreten sind. Das ist meine Einschätzung. Meistens sind von den ersten beiden Moderatorinnen die Teams am meisten vertreten und von Mantaro immer die wenigsten. So, Elio wieder. Elio wurde auch gesplattet. Ja. Aber wie gesagt, es ist jetzt diesmal wirklich nicht wegen Mantaro, sondern wegen den Gespenstern. Ich mir ein Gespensterkostüm anziehen können. Hier. Den Avatar. Aber schade. Naja, egal. So, 3, 2, 1. Win oder lose? Oh, ich hab die Animation nicht getestet. Oh je, das heißt, die Animation wird wieder. Ja, doch, sie funktioniert. Zack. Jawohl. Erstes Spiel gewonnen. Mit der Wunschpose. Oh, ich liebe diese Pose. Mega gut. Die Fotos, wo ich hier übrigens mache, sind leider nicht mehr auf Twitter zu sehen. Es gibt keine Twitter-Verbindung mehr, weil Twitter gibt es ja nicht mehr. Das ist jetzt bei mir Facebook. Das ist so eine kleine Kritik an der Switch-Anbindung zu den Social Media. So, und da sind wir wieder. Es war eine kurze Unterbrechung zu den Social Media-Kanälen. Das war mit Twitter sehr praktisch, weil man konnte eigentlich mit einem Twitter-Account der Wahl das connecten. Während mit Facebook kann ich die Switch nicht mit einer Facebook-Seite verknüpfen. Also zum Beispiel entweder mit der Keep Supernova-Seite oder Keep Split-Seite, weil ich, dass man sagt, gut, ich habe eine extra Splatoon. Seite auf Facebook und dann kann ich da die Bilder immer hochposten. Nein, es ist wirklich das persönliche Profil. Also, wo man wirklich als echter Mensch, oh, sie haben diesen Film, diesen Celluloid-Filmfilter noch so drüber gelegt. Das ist noch auf Gruselfilm. Super. Und das finde ich ein bisschen doof, weil man ist ja, als Gamer oder YouTuber oder was auch immer auf Facebook unterwegs ist, ist man ja nicht mit seinem Realnamen und mit seinem echten Realprofil unterwegs, sondern dann meistens mit seiner Seite. So, Mate Mats hat es erledigt. Danke an den Highhammer. Aber man gewöhnt sich schnell an diese neue Steuerung. Nur seht ihr, ich kann nicht hochgucken und dann hochsplatten, dass ich hochkrabbeln kann. Das ist doof. Ja. Was ist nicht doof? Es ist halt. Bisschen ungewohnt und es ist sehr unbequem, sperrig, ja. Ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass ich nicht dann mit einer Facebook-Seite das Badge verknüpfen kann, meiner Wahl, sondern es ist das persönliche Profil und das finde ich ein bisschen doof, aber ich lade die Bilder, also ich teile die Bilder da dann trotzdem, und zwar aus rein organisatorischen Gründen, weil man von der Switch selbst ja die Bilder nicht runterziehen kann, sondern dann muss man sie irgendwo hin posten, damit ich die Bilder dann weiter verwenden kann. Entweder ich lade es hoch auf die Keepsplat-Seite oder auf Instagram oder ich verwende sie für Thumbnails. Also diese kleinen Bildchen, wo man sieht auf YouTube, ins YouTube-Video. Ah, ihr wisst, was Thumbnails sind. So, wir sind immer noch in Runde 2 beim Splatfest. Splatoween. Oder wie das da hieß. Sehr schön. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Feiert ihr auch Halloween? Wie feiert ihr? Mit Freunden, alleine, mit Horrorfilm, Gruselfilm, Abend? Oder seid ihr nicht so der Horrortyp? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich einen Horrorfilm angucke, aber ich werde einen Horrorfilm angucken, aber ich werde Filme entsprechend, die so ein bisschen gruseliger sind, also ein bisschen düsterer sind, vielleicht angucken. Und ja. Die Kürbissuppe steht bei mir auf dem Plan. Also Kürbissuppe muss sein, nicht nur wegen Halloween, sondern allgemein die Herbstzeit mit Kürbissuppe, Apfelkuchen und so weiter. Das muss sein, weil ich liebe den Herbst schon sehr. Es ist schon eine schöne Jahreszeit.
So, die letzte Minute läuft. Now or never läuft. Ich habe ja vor ein paar Tagen Splatoon 1 gespielt und habe gesagt, dass mir die Musik von Splatoon 1 immer noch am besten gefällt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch dieses Now or Never Lied von Splatoon 1 vom Original gefällt mir immer noch am besten. Wenn ich da ganz ehrlich bin. Wobei die Musik hier auch gut ist, gell? Also, muss ich sagen. So, die letzten Sekunden. Nochmal die Coolbombe anfeuern. Jawohl. Und 2-1, das war's. Endergebnis. Na? Oha! Also dafür, dass ich sehr, dass meine Steuerung sehr sperrig ist und dass ich das nicht gewohnt bin, ohne Bewegungssteuerung zu spielen, läuft das ja richtig, richtig gut. Hier, gleich am Anfang. Gut, man ist immer noch so gut wie sein Team. Also man ist ja nicht alleine. Sondern es ist ja auch immer noch das Team da, wo auch ordentlich mitsplattet. Aber ich bin relativ zufrieden. Auch wenn es ziemlich nervig ist, momentan zu spielen mit dieser Steuerung. So, volle keine Gespenst, sind wir auch noch. Ja, also auf dem letzten Platz, was die Einfährpunkte eingeht. Aber immerhin, läuft so besser, wie ich dachte. Und wie gesagt, das ist jetzt nur für die Aufnahme. Für die Spielpunkte. Um mich hoch zu spielen, werde ich im Handheld spielen und nicht mit dem Ersatz-Controller, weil mit der Zeit werde ich da ein bisschen mischucke. Und ich muss mich natürlich um Ersatzsteuerung kümmern. So. Lila, lila, lila. Ist das lila oder ist das Brombeerfarben? Es gibt ja verschiedene, oder nee, rosa ist das. Oder ist es magenta? Was ist das überhaupt für eine Farbe? Ich glaube, es ist magenta. Das ist nicht mal lila. Das ist so magenta. Es gibt ja die sogenannte Farbe der Hexen und Zauberer. Das ist so lila, so ein lila-violett-Ton. Aber das ist diese Farbe nicht. Das geht schon fast ins Rosa. Also würde ich sagen, magenta. So, die anderen Spieler sind wieder rausgeflogen oder vielleicht abgeflogen. Oder Verbindungsprobleme, wie auch immer. Alles hier eingesaut. Und es geht immer noch nicht weiter. Und die Wand hoch. Ja, auch hier übrigens in der Lobby funktioniert die Steuerung nicht so. Auch draußen auf dem Splat, aus dem Incorpolis Splatwheel-Platz funktioniert es nicht. Es funktioniert nur beim Fotomachen. Also funktioniert es technisch schon. Aber entweder das ist Absicht, dass dieser Controller so dann im Spiel nicht funktioniert. Oder ich mache irgendwas falsch. Also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr wisst, ob es da irgendeinen Trick gibt, ob man da vielleicht noch irgendwas einstellen muss. Ich habe in den Einstellungen alles probiert, alles geguckt. Ich habe nichts gefunden, dass man im Spiel dass man auch nach oben und unten schwenken kann mit dem Blick. Also ich kann nur nach rechts und links gucken. Naja, egal. Nein, ich will den Highhammer aktivieren und nicht den falschen Knopf gedrückt. Ja. Aber immerhin, also mit dem Einfärben. Och nö. Ein oder mehrere Spieler haben den Kampf kurz nach Kampfbeginn verlassen. Für diese Spieler wird der Kampf als Niederlage gewertet. Für Spieler, die im Kampf geblieben sind, nicht. Das ist doch mal ein Wort. Also während im Kampf das Spiel verlassen, kann entweder nur, wenn man disconnected ist oder wenn man wirklich die Konsole ausgeschaltet hat. Wie geht denn das sonst? Wie kann man sonst den Kampf verlassen? Ich werde das mal zum Anlass nehmen hier an der Stelle und in den Einstellungen mal gucken, ob ich das irgendwie mit dem Controller regeln kann. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Nein, es funktioniert nicht. Ich habe jetzt hier nochmal getestet. Also beim Fotomachen funktioniert dieser Schwenk nach oben und unten. Ich mache jetzt bei dieser Gelegenheit ein paar Fotos. Aber übrigens auch hier ein tanzender grüner Kürbis hier neben mir. Und im Hintergrund wird getanzt und gefeiert. Das ist das, was mir am Splatfest so gefällt. Diese Partystimmung im Spiel.
So, wie man sieht, es gibt auch Filter, verschiedene Filter beim Fotomachen, habe ich ja schon erzählt. Und wisst ihr, was der Vorteil bei dieser Steuerung ist? Die haut nicht ab und macht also es funktioniert einwandfrei. Das ist so der Vorteil. Das bin ich schon fast nicht mehr gewohnt, dass die Steuerung funktioniert und nicht irgendwie dann sie hier selbstständig macht. Das war ja bei der alten Steuerung so. Und das ist hier jetzt nicht der Fall. Und das ist so ein Punkt, wo ich sehr entspannend finde. Wenn ich ehrlich bin, ja. Von dem her. So, rein ins Getümmel. Eine Runde spiele ich mindestens noch. Natürlich für dieses Video. Ich werde dann später weitere Spiele spielen. Ja, und Team Skelett hat ein 333er Match gewonnen. So, nee, falscher Knopf. Nein. Nein, wieder diese jetzt, ja. So, jetzt geht's los. 10 Kampf, 100er Kampf und es gibt noch den 333er Kampf. In dem ich noch nie gewesen bin. Ich war schon in 100er und mehrfach in 10-fach Kämpfen. Beim letzten Splatfest, das ist richtig gut gelaufen übrigens. Das ist richtig, richtig gut gelaufen. Und da habe ich die wenigsten Videos dazu gemacht. Es ist ein bisschen und das Splatfest selbst gestreamt auch nicht. Heieieiei. Und das Endergebnis, ich habe irgendwie da keine Videos dazu gemacht diesmal. Ich weiß gar nicht, was mir da dazwischen gekommen ist. Die Controller haben noch funktioniert. Naja, egal. Alles, was zählt, ist das Hier und Jetzt. Jetzt sind wir hier. An dieser Stelle übrigens vielen Dank für die vielen Klicks auf, überraschend vielen nachträglichen Klicks auf mein Video über die dreibeinigen Herrschers. Hat über 2000 Klicks und jede Menge Kommentare. Das freut mich, dass diese Serie und diese Science-Fiction-Geschichte so viele Leute noch begeistert. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich werde da in Zukunft mich wieder auch auf Science Fiction konzentrieren, wobei hier auf diesem Kanal geht es eher um Gaming. Auch als kleine Ankündigung, das neue Trolls-Spiel oder das überhaupt das erste Trolls-Spiel, das wird selbstverständlich hier in den nächsten Tagen gezockt. Vielleicht schon heute Abend, vielleicht schon und heute Abend und morgen. Auf Steam ist es ja seit gestern erhältlich. Und wie angekündigt, werde ich das natürlich zocken. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne noch zocken möchte oder gezockt hätte. Wie gesagt, Gollum, das ist schon fast traurig. Eine absolute Lieblings-Fantasy-Figur. Abgesehen von Dobby. ist natürlich ein schlechtes Spiel und alles. Und selbst jetzt zu dem reduzierten Preis von, ich meine, 30 Euro oder sind es inzwischen sogar 20 Euro, ist es mir immer noch zu teuer, um zu sagen, okay, ich mache mir mal den Spaß und gucke mir es mal an. Schlägatz, die schlechtesten Games aller Zeiten. Es kann ja auch mal Spaß machen, schlechte Games zumindest anzuzocken. Das kann auch sehr unterhaltsam sein, aber wie gesagt, das ist mir immer noch zu teuer. Und es tut mir echt leid. Es ist echt traurig, weil Gollum hat das nicht verdient. Das wäre wirklich schade und bedauerlich, wenn sich an dieses Thema keiner mehr ranwagt. Wobei, es ist ja ein Trademark, Gollum. Ob das so einfach ist für professionellere Spielemacher, ein Gollum-Spiel zu machen, ein anständiges, also Gollums Meagol-Spiel, ist fraglich, ob das dann überhaupt ein anderer Spielemacher nochmal macht oder darf oder wie auch immer. Ja, aber schade. Echt schade. Das hätte ich gern gespielt. Also das wäre mir dann auch die 40 oder sogar 50 Euro wert gewesen, wenn es richtig gut, also wenn es das gewesen wäre, was es versprochen hat oder verspricht, aber naja, da kann man nichts machen. Jetzt sind wir bei Splatoon, die letzte Minute läuft, now or never, du, und wir gehen rein ins Getümmel. Es sieht sehr schlecht aus diesmal, also fairpunktmäßig, dafür, dass ich mit der Steuerung nicht zurechtkomme, sieht es fairpunktmäßig richtig gut aus. Gut, das liegt auch an der Waffe. Ich habe die, ja, die habe ich, die Airbrush, die habe ich, die, ja, die Waffe eben, wo man so rum schießen kann. Piet hat uns mit dem Dreier-Schwapper weggeschwappert. Schwapp, schwapp, schwieb, schwapp. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leider nicht die 1000 geschafft, aber fast 900. Das ist eine ordentliche Einfärbleistung. Oh je, aber knapp.
Es war knapp. Also es war wirklich ein verdienter Sieg für das gegnerische Team. Piet hat meine Gummistiefel, die ich gerne hätte. Das sind Bär GmbH-Stiefel. Die kann ich nicht bei ihm bestellen, bei Piet, oder? Piet, die hätte ich nämlich gerne. So, das soll es dann gewesen sein, zumindest für dieses Video. Nämlich, ich spiele natürlich Splatfest nachher weiter, privat, und werde euch dann im nächsten Video über das Ergebnis informieren. Das war's. Keep Supernova over and out und ein schönes Splatfest und Happy Halloween. Tschüss.